Ausnahmsweise sind wir zu Fuß unterwegs. Wie konnte es nur so weit kommen? Wir sind jetzt 200 Meter vor Syrien, richtig? Das ist korrekt. Das ist so abgefahren. Hinter der Grenze Diktatur und Bürgerkrieg, die Schreckensherrschaft von Assad und seinen Schergen. Komm, bevor die böse werden. Die sind schon böse. Die haben ganz andere Probleme. Ja, aber trotzdem, so geheuer ist es einem nicht. Das Schild wirkt relativ bodenständig. Dabei bewegen wir uns heute auf hohem Niveau. Wir sind unterwegs auf einem Hochplateau, gut 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Heute also die Golanhöhen direkt an der syrischen Grenze. Ist das eine gute Idee? Ich möchte mal unseren Tourguide Offer zitieren. Kommt drauf an, wenn du fragst. Der letzte syrische Raketenangriff auf den Golan war im April. Und trotzdem ist der Offer ein echter Fan dieser Gegend. Ich finde, das ist die chilligste Gegend weit und breit. Eigentlich das Sauerland von Israel. Die Golanhöhen, das klingt irgendwie gefährlich, ist es aber nicht, sagt der Offer. Ob er recht hat oder nicht, kommt drauf an, wen du fragst. Jetzt aber schon anders als das Sauerland, würde ich sagen. Ein bisschen anders, aber das ist halt die hiesige Version des Sauerlands. 1967 wurde der Golan von Israel besetzt. 5 Jahre später, im Yom Kippur-Krieg, versuchte Syrien, das Land zurückzugewinnen, wurde aber geschlagen. Laut UN ist Israels Besatzung der Golanhöhen völkerrechtswidrig. Jetzt mal doof gefragt, also du als Israeli hast jetzt kein schlechtes Gewissen, dass ihr das jetzt Syrien geklaut habt? Das Nein, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist ja nicht euers. Es ist nicht unseres, aber wir sind hier im Nahen Osten, ja, wir sind nicht in Europa, unsere Nachbarn sind nicht Schweiz, Frankreich und die Syrer haben uns die ganze Zeit beschossen. Dann hat man sich hier die halt vom Leibe gehalten, indem man deren Gebiet erobert und sie einfach weiter nach Osten schiebt. Wir fahren nach Katrin, der größten Stadt auf dem Golan. Offer kennt da einen Deutschen, nicht aus dem Sauerland, aber aus der Pfalz. Er ist Winzer. Ayal Zair ist vor 40 Jahren mit seinen Eltern nach Israel ausgewandert. Mitte der 90er Jahre zog er mit seiner Frau auf den Golan. 1994 war das gerade mit den ganzen Demonstrationen, Golan zurückgeben, nicht zurückgeben und so weiter. Und wir sind damals also hergekommen aus Idealismus, haben wir gesagt, jetzt gehen wir erst recht hier. Weil meiner Meinung nach gehört der Golan zu Israel. So umstritten das Gebiet, so unbestritten schön ist es hier. Die Golanhöhen sind nur dünn besiedelt, wenig Menschen, viel Natur, scheinbar eine heile Welt. Wir fahren mit Ayal auf einen Weinberg in der Nähe. Für ihn als Winzer ist der Golan fast besser als die Pfalz. Die Höhe, die Temperaturen. Einerseits lebt er hier im Paradies. Direkt hinter dem Hügel liegt Syrien mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Da war mal was vor 2 Wochen, eine Rakete, aber das war auch direkt an der Grenze. Also nicht nach Israel hier rein. Man gewöhnt sich dran. Das ist unfassbar, finde ich. Also. Ja, hier zu leben ist also die Möglichkeit, dass ich einen Autounfall mache, ist also viel höher, als dass mir was anderes passiert durch einen Anschlag und eine Rakete oder sonst irgendwas. Alles im grünen Bereich, solange nur die Trauben wachsen. Aber der Golan hat noch sehr viel mehr zu bieten. Feigenmarmelade, Kirschenmarmelade, Aprikosen. Das ist Ahmed, Lebensmittelverkäufer, Imker und Sprachtalent. Glutenhonig und Wabenhonig. Wabenhonig. Ja. And Neues. Ja. 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 Nice to meet you, Ahmed. Der Golan ist Ahmeds Heimat. Er lebt als syrischer Druse im von Israel besetzten Gebiet. Wenn man ihn fragt, ist das erstmal kein Problem. Er sagt, er ist treu, er ist loyal Syrien gegenüber, aber er hasst Israel nicht. Ja? Er sagt, seine Mutter ist Syrien, aber der Teller, von dem er isst, das ist Israel.
Damit der Teller immer gut gefüllt ist, muss Ahmed jetzt Geschäfte machen. Ahmeds Welt sind Marmelade und Honig. Um Krieg und Frieden kümmern sich andere. Shalom, sehe hier. Laut russischer Tradition gibt es hier auf der Welt keinen richtigen Frieden. Der richtige Frieden ist nur im Himmel. Erst dann. Wenn Ahmed wirklich recht hat, dann wären das... Bad News. Könnten wir nicht doch ein bisschen optimistischer sein? Ja, kommt drauf an, wen du fragst. Auf die Perspektive kommt es an. Man kann das große Bild genießen oder die Details. Klar gibt es hier Konflikte, aber das ist eben längst nicht alles. Ich will der Welt sagen, Leute, kommt in den Golan. Das ist eine der schönsten Gegenden Israels. Der Golan hat vielleicht wegen seiner Geschichte ein bisschen einen schlechten Ruf. Aber wenn man hier erstmal herkommt, sieht man, dass es ruhig ist, dass es sicher ist und dass es wunderschön ist. Es geht noch einmal hinab in die Niederungen der kriegerischen Vergangenheit. Diese Schilder warnen vor Landminen. Die Golanhöhen haben es in sich. Man kann das furchtbar finden oder faszinierend, je nachdem, wen man fragt. Es geht um Perspektive. Krieg, Frieden. Offa sieht das anders. Sicherheit, Spaß. Aber was wählen wir? Naja, ohne das eine gibt's nicht das andere. Leider. So meinst du? So meine ich. Für das Schlussbild des Tages wählen wir trotzdem nicht den Panzer. Denn so ist es irgendwie schöner.